Ein Sardin! Ja! Ein Sardin! Echte Harzer Bachforelle. Das ist der Wahnsinn. Weicheier bleiben, so wird er natürlich an Land. Also, aber wir kämpfen uns hier durch, Heinz. Ne? Immer auf der Schulter. Immer auf der Schulter. Und schießen lassen. Mann, ist das ein Ding! Du, das ist das, Heinz, wofür ich lebe, weißt du? Der Mai ist gekommen, die Hechte beißen an. Horst, es geht los, wir sind wieder da, am Inselsee in Güstrow. Was ist mit dir los? Du, Heinz, wir müssen erstmal in Ruhe alles angucken hier, weißt du? Das ist mir alles so ein bisschen suspekt hier mit dem ganzen Kram. Ne? Angucken ist gut, ne? Hier, das sind sie, die wunderschönen Kajaks. Und Christoph ist der Mann, der uns zeigen will, wie das Ganze funktioniert. Sicherheit steht an erster Stelle natürlich. Anker ist Pflicht hier. Und derjenige, der weiß, wo die Hechte stehen, der steht da. Das ist nämlich Klaus Dieter. Hallo. Klaus Dieter wohnt hier, hat hier ein wunderschönes Bootshaus. Hier sind auch ein paar Angelkollegen. Und die kennen sich alle wunderbar aus. 1. Mai sind fast alle Hechte rausgefangen worden. Fast alle, aber alle sind neu übrig für uns heute. Und wir werden sie rausholen. Wir werden sie rausholen, denn morgen gibt es Hechtbällchen mit Dillsoße und Spargel. Spargel brauche ich nicht. Für mich kein Spargel, Heinz. Gut, dann lassen wir den Spargel weg. Aber jetzt geht's los. Und wenn es losgeht, dann heißt es, Route raus, Horst. Der Spaß beginnt. So sieht's aus. So. Kajakangeln ist ja umweltfreundlich. Und deshalb wollen wir das auch mal zeigen, wie das funktioniert. Genau. Ihr habt hier ein Propellerantriebssystem. Ganz einfach stufenloser Wechsel zwischen Vorwärtsfahren und Rückwärtsfahren. Ne? Wenn du nach vorne trittst, fährst du vorwärts. Wenn du rückwärts fahren willst, trittst du rückwärts. Du willst nicht nur geradeaus fahren, deswegen Steuerhebel auf der linken Seite vom Sitz. Ach so. Ne? Links lenken, rechts lenken. Ja, Anker, ne? Schön festmachen. Das, ja, das ist auch ganz wichtig, weil Anker ist nämlich Pflicht hier auf dem Inselsee in Güstrow. Kescher immer dabei, also man hat alles so am Mann, ne? Was man so braucht. Köderzange, Messer, Maßband. Ich werde ja nur bald 80 und nun quäle ich mich noch in so einen Kajak. Ach, das ist doch schön breit. Ja, ja, da klappt es. Keine Angst, du sitzt hier wirklich bequem. Ja. Du kannst auch, wenn du willst, alles im Stehen machen. Und du sagst, das ist sehr kippstabil, also ja. Man kann sich da auch hinstellen beim Werfen. Also man braucht nicht alles im Sitzen machen. Und dazu muss man sagen, dass Klaus Dieter ein bisschen später zum Angeln gekommen ist als wir. Der war nämlich vorher mehr so im Segelsport zu Hause eigentlich. Ich habe hier auf diesem Grundstück, auf diesem See, segeln gelernt, schwimmen gelernt. Und vor 10 Jahren bin ich hier zum Angeln gekommen. Horst, hast du eigentlich schon Spargel gegessen dieses Jahr? Ich mache mir auch Spargel nicht viel, Heinz. Ich kenne den Erbe der Spargel. Spargelwurzel hat meine Eltern immer gehabt. Und die mache ich viel lieber. Die haben viel mehr Geschmack. Und der Spargel an sich schmeckt doch gar nichts. Da muss die Soße. Soße Hollandaise. Fast genau in der Mitte Mecklenburg-Vorpommerns liegt der Güstrower Inselsee, der von der schönen Insel in 2 Bereiche geteilt wird. Wir starten auf dem nördlichen, dem flacheren Teil. Und wie kriegst du jetzt die Räder raus? Achso, das ist alles super gemacht, ne? Dass das alles am Mann ist. So, komm mal auf, ich wollte dir noch was Schönes zeigen. Ich habe so einen besonderen Köder. Das wollte ich dir noch mal zeigen. Heinz, hat dir wieder einer was angeschnackt am Angeladen? Ladenhütte. Was ist das hier für einer? Ein Heinz. Ja, und was ist das? Heinz, Blinker steht da drauf. Ja. Du kannst draufschreiben, was du willst. Das ist meiner nämlich. Den habe ich selbst gemacht aus dem Löffel. Und mit dem will ich nämlich ein Hecht fangen. Ja? Meinst du, das könnte funktionieren? Ja, Heinz. Wenn die wild sind, dann beißen die auf alle. Ja, genau. Ich konzentriere mich auf das, Heinz, was läuft. Was läuft denn, Horst? Das sind die Shutterbait. Horst, wo bist du eigentlich hin, du? Ich warte, dass ihr kommt hier. Der Guide soll uns doch führen. Zack. Horst, wird noch nicht geangelt hier! Kann doch wohl nicht wahr sein. Gut, ja. Danke, Christoph. Petri, wir hören. Wenn irgendwas ist, melden wir uns. Jo. Christoph wird immer in unserer Nähe bleiben, falls doch was schief geht. Ich habe ja meinen Spezialblinker angemacht und wir wollen mal sehen, was da unter Wasser los ist. Ob vielleicht ein Fisch sich den Blinker anguckt und gar nicht anbeißen will. Man muss denken wie ein Fisch, sagt Horst immer. Aber es ist gar nicht so einfach. Wir angeln zunächst im flachen Wasser, ganz in der Nähe der Bootshäuser. Hier lauern immer Hechte, meint Klaus Dieter. Mit einer Spezialkamera sehen wir, dass wir nichts sehen. Kein Hecht weit und breit. Die Raubfische reagieren auf optische und akustische Reize. Ein paar Wochen später sollte ich mit genau diesem Köder einen Hecht fangen. Aber eben ein paar Wochen später erst.
Tja. Horst, geht weiter. Während wir mit Propellertechnik unterwegs sind, hat Klaus Dieter einen Kajak mit Pinguinantrieb. Hier verdrängen zwei Schaufeln, ähnlich wie die Füße des Pinguins, das Wasser. Oh! Keine Chance. Es ist schon später Nachmittag, als wir am Nordufer Richtung Schöninsel fahren. An der Schilfkante, da lauern sie, die Raubfische. Davon ist Horst überzeugt. Anfang Mai, kurz nach der Laichzeit, sind die meisten Hechte noch im flachen Wasser. Nochmal zur Erinnerung, Ankern ist hier zum Angeln Pflicht. Ich habe meinen Köder inzwischen gewechselt. Angle mit einem Spinner. Horst sagt immer, du musst Vertrauen in den Köder haben. Und ich bin irgendwie davon überzeugt, dass auf den Spinner heute noch was beißt. Heinz, wie oft gehst du denn auf Hecht? Ich? Ja. Relativ selten, weißt du. Ja. Ist das nicht mein Zielfisch? Du, das Beißfenster muss aufgehen. Ja, wo geht das auf? Weißt du das? Nee, aber du, die Hechte haben Beißzeit. Ja. Ne, da bin ich fest von überzeugt. Weißt du, die haben eine gewisse Beißzeit. Weißt du, das kannst du irgendwo, wenn du mal so ein großes Aquarium hast, da siehst du die ganzen Köderfische alle, die schwimmen alle ruhig neben dem Hecht hin und her. Und auf einmal wird der Hecht nervös, weißt du, dann fängt er an, ein bisschen da mit den Brustflosseln zu wedeln und dann hauen die Fische ab. Dann wissen sie genau, du, jetzt kriegt der Kohldampf und dann schießt er irgendwo mal los. Da ist er, da ist er, oh, da ist er. Endlich, Mann, du. Mein Plan ist aufgegangen. Kurz vor der Schilfkante hat ein Hecht gebissen. Oh, ist kein großer, glaube ich. Mindestmaß für Hechte hier im Inselsee 50 cm. Da ist er. Löwe. Ein Maihecht. Ja, erster Hecht hier im Inselsee und ich habe tatsächlich einen Spinner dran gemacht. Map? Ja. Dreier. Dreier Map. Ja. Oh, so ein neuer, der glänzt noch so. Ja, und der Arzt ist abgestochen. Da ist er. Das ist unser Bulettenhecht. Danke, dass du mir den schönen Platz hier gezeigt hast. Ja. Petri Heinz. Petri, Dank. Zeig mal die Kreatur. Reicht die zum satt werden? Für dich ja. Für ein Jahr. Oh, nur hör auf. Ist das schon mal wichtig, dass wir überhaupt 52, ja. Wir brauchen noch was zu essen. Womit? Wieder mit Maps oder was? Ja, natürlich. Damit ist der Tag beendet, ne? Ach, ist nicht. Doch, ist deine Bilanz? Schönes Gewässer. Auch recht verdächtig. Ja, ist auch sehr hechtreich, aber wir haben nichts gefangen, leider. Nein. So, komm, lass uns heim. Wer als erster am Bootschuppen ist, Horst, kriegt ein Bier. Tschüss. Schönes Hallo. Fahr mit Gott, aber fahr. Auch am zweiten Tag warm und fast windstill. Kein gutes Hechtwetter. Wo stecken denn die Hechte? Wir waren gestern unterwegs. Wo können wir sie denn heute mal ärgern? Wo lauern sie denn heute? Ja, ich denke mal, dass sie an den Krautkranken lauern, den Flachen. Und da bietet sich heute mal der erste See an. Hier oben im Norden. Mhm. Werden wir mal unser Glück versuchen. Ja. Und deine Frau hat Spargel gekauft. Heute Mittag gibt es Hechtklößchen mit Spargel so, und Dillsoße, Horst. Ja, da freue ich mich schon drauf. Also, aber erstmal müssen wir einen vernünftigen Hecht fangen. Und das Schöne finde ich ja an diesem Gewässer ist, hier gibt es ja keine Netze, nicht? Keine gewerbliche Fischerei. Wer hat eigentlich gestern einen Fisch gefangen? Da hätte ich mich geschämt, Heinz. Da hätte ich gar nicht gerufen, Fisch. Ehrlich nicht. Also ich konzentriere mich jetzt auf den Hecht. Und wenn wir hier noch lange sappeln, finden wir so keinen. Lass uns sehen, dass wir zum Angeln kommen. Petri Heil. Der Güstrower Inselsee ist übrigens auch ein sehr gutes Karpfengewässer. Aber Karpfenangeln ist ja wie Camping am Wasser, sagt Horst immer. Wir brauchen Bewegung und Action. Also ich finde das wirklich sehr, sehr angenehm, das Kajakangeln, weil man ist entspannt, du bist dicht dran am Fisch, lautlos, umweltfreundlich. Und es ist aktives Angeln. Ne? Man tut was für die Oberschenkelmuskulatur. Ja. Jeden Moment kann das knallen. Hier. Also ich habe ja jetzt hier mal
auf einen Gummifisch gewechselt, auf so ein Schwimmbait. Und ich habe auch auf diesen Gliederfischen schon, die sich ja so ein bisschen im Wasser bewegen, habe ich auch schon sehr gut gefangen. Und dieser Köder hat eben den Vorteil, dass das nennt sich so ein Schwimmbait, der schwimmt im Wasser, hat hier auch ein Stahlvorfach, wie es Vorschrift ist, imitiert so eine Bachforelle. Die Hechte haben geleicht, die stehen wahrscheinlich noch im Flachen. Die anderen Fische laichen, die laichen auch im Flachen, also die Futterfische müssen da sein. Der See ist nicht so tief, also ich gehe hier nicht davon aus, dass es hier Freiwasserhechte gibt. Deswegen klammern wir hier so die Schilfkanten ab. Hast du irgendwas gehabt, irgendwie Kontakt? Gar nichts heute, ich verzweifle bald. Muss doch ein Fisch sein, das gibt's doch gar nicht. Ein schöner Anker, hat auch nichts genützt. Neue Stelle, neues Glück. Da ist er, da ist er! Oh, da ist er! Ah, der ist zu klein. So. Kleiner Hecht. Kein Mindestmaß, das sehen wir sofort. Liegt gleich wieder frei. Da ist er schon wieder weg. Bei Horst haben wir eine kleine Spezialkamera auf dem Bug montiert, falls unser Kameramann Carsten mal nicht in der Nähe ist. Sie zeichnet alles auf. Fisch! Man weiß ja nie. Fisch! Selten habe ich Horst so schreien gehört. Sag das nicht. Die sind hier. Zu diesem Zeitpunkt war unser Kameraboot fast 500 Meter entfernt. Größere Hechte sollten grundsätzlich gekeschert werden. Das ist schonender für den Fisch und man weiß ja nie, wie sie gehakt sind. Petri! Petri, Dank! Was eine Erlösung, du! Ich habe vorhin die Seeschwalben beobachtet. Und die Seeschwalben waren immer hier in dem Bereich und waren hier am Tauchen. Da habe ich gedacht, da muss der Fisch sein. Und dann habe ich geguckt, ich denke mir, die Einheimischen, die liegen alle mitten im See und wir eiern immer an der Kante rum. Fahr auch mal in die Mitte. Ne? Da, wo die Seeschwalben sind und picken, da ist auch Nahrung. Und war der richtige Riecher. Immer was ich sag, Jungs, Wasser lesen. Ja, schön, Petri. Und wie groß? 60, 70? Ja, gut, 60 Hans. Also. Ja, braucht kein Maßband anlegen, der war maßig. Das kannst du mit bloßem Auge sehen. Ja, ja. Können wir bald Mittag machen, ne? Was willst du jetzt hier bei mir an der Spur liegen, oder was? Ja, wenn die Hechte sind, kann er vielleicht noch einer warten. Ja, ein Logo. Nee, aber dann hält man noch ein bisschen hier Abstand. Ja, ich wollte erst mal mit dir einen kleinen Plausch halten. Ne? Na ja, das kannst du ja, aber... Jetzt möchte ich dich bitten, aus meinem Bundeskreis dich hier zu entfernen. Ne? Also 50 Meter Abstand, Heinz. Ne, das nützt ja nichts. Wir werfen ja jetzt bei den gleichen Gewässern. Ne? Ja, ja. Ja, Horst, jetzt zeig mal her das schöne Stück. Ach, bin ich erleichtert, du. Echt Klößchen in Dillsoße. Dazu haben wir den Hecht, den ich gestern gefangen habe. Das ist der hier und Horst sein Hecht. Dazu machen wir grobes Filet. Wichtig ist, wenn man grobes Filet macht, dass man ganz grob an der Mittelgräte lang schneidet. Zack, dann hat man schon mal die eine Seite und die nächste Seite, zack, bis auf die Mittelgräte runter und immer schön lang hier. Bis nach hinten durch und schon hat man zwei Stücke. Und das kann man dann wunderbar durch den Fleischwolf drehen. Dann machen wir nochmal sauber. Machen wir schöne Streifen, die wir dann durch den Fleischwolf nudeln. Und da sind natürlich noch die Y-Gräten drin. Die werden aber zerkleinert durch den Fleischwolf. So. Hast du auch ein großes Brett, Heinz, für einen vernünftigen Hecht? Ich wohne hier nicht, du. Du bist ja doch der Verantwortliche. Hast hier, du ein großes Brett für einen großen Hecht, Klaus Dieter? Nee, der kleine geht auch. So, Pfeffer und Salz brauche ich, Knoblauch, Zwiebeln, klein gehackt. Horst, du kannst schon mal Kniebeln klein hacken. Das ist unser mein Zitronenpfeffer. Was ist hier drin? Kräuter. Die werden klein gehackt. Da haben wir Petersilie, Schnittlauch, Giersch ist da glaube ich auch mit bei. Alle guten Zutaten.
Und dann hauen wir das rein. Dann brauchen wir noch Eigelb. Ein Ei oder mehr Eier? Dann nehmen wir zwei. Komm, wir hauen zwei rein. Das sind wieso, Heinz? Sind das Taubeneier? So eine kleine Eier habe ich noch gar nicht gesehen. Ne? Und wozu hast du denn diesen Glücksfisch da? Ja, das ist der Schluckfisch. Wer schluckt was denn? Eier trennen. Ich mache ja nur das Eigelb normalerweise. Ach so. Was heißt das Schluckfisch? Der schluckt das Eigelb raus und das Eiweiß bleibt drin. Aha. Hast du das noch nicht gesehen? Nee. Soll ich dir mal zeigen, wie das geht? Mal jetzt. Warte. Mal hier. Jetzt. Den müssen wir rausholen nachher mit dem Kescher. Also normalerweise setzt du ein Vakuum. Du setzt den an einem Eigelb und der schluckt das Eigelb rein und hast du nur das Eigelb denn. Gewürzt mit Zitronenpfeffer. Ordentlich Zitronenpfeffer. Zitronenpfeffer, ordentlich. So eine Zitronenpfeffermühle hat er irgendwo geschenkt gekriegt. Geschenkt gekriegt? Ja. Die habe ich teuer gekauft. Ach, war das also die war verleimt und funktioniert nicht mehr. Dann machen wir das anders. Dann muss man das mit der Hand drin. Wenn das gar nicht mehr geht, dann muss man es eben so mit der Hand drin. Ist egal. Die wird wieder repariert. Alles nach Gefühl. Dann wird das schön vermengt. So, jetzt ist dein auch großer Auftritt. Du machst jetzt Hechtbällchen. Hast du schon mal am Kabelzersee gemacht? Weißt du noch, wie das aussieht? Ja, natürlich. So schön. Ich mach dir mal einen vor, ne? Ne, brauchst du nicht. Ich weiß, wie Bällchen aussieht. Heinz, die sind aber ordentlich klebrig. Ja, die sind doch gut. Ja? So einfach und schnell ist das gemacht, wenn man das beherrscht, ne, Horst? Ja, also ich muss ehrlich sagen, Heinz, ein bisschen chaotisch ist das ja immer, aber letztendlich... Das Produkt. Ich habe mal einen Chef gehabt, der hat gesagt, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Ne? Ist doch so. Das war Helmut Kohl. War er das? Ja. Hechtbällchen in Dillsoße. Oh, die können ruhig so krosch sein. Ne? Ja, ein bisschen Farbe müssen die haben. Du hast auch schon ordentlich Farbe gekriegt, die Schade. Ja, wir sind ja viel draußen an der Luft, Heinz. Und dann ohne Hut, das ist wichtig, weißt du. Das ist jetzt echt eine kritische Phase hier. Da muss man natürlich höllen aufpassen. Zum Glück ist Bärbel ja da, die Frau von Klaus-Dieter. Die hat unterdessen Kartoffeln, Spargel und die Soße zubereitet. So, ich fülle dir mal auf als Gastgeber hier. Diese gelbe Soße, wofür ist die? Das ist die Dill Hollandaise, Horst. Ach so. Also Heinz, die Kartoffel und der Spargel ist schon mal gelungen. Also, sind gut. Wunderbar. Ich finde auch diese leichte Knoblauchnote. Bringt es auf den Punkt. Drei Mann in einem Boot, die fest zusammenhalten. Drei Mann in einem Boot, die bleiben stets die Alten. Da flach, ne, in der Ecke, wo ich war. Aber da ist ja ganz tief, da ist eine tiefe Rinne. Ja. Und auf der anderen Seite ist wieder flach. Sag mal, wo sind denn jetzt zum Beispiel die Barsche hier? Die sind auch hier. Auch hier? Ja, auch hier, an dieser Stelle. Ja? Ja. Okay. Könnt ihr ja auch mal einen Barsch angreifen, ne? Ja, rauben die auch in Trupps so, wie man das kennt? Ja. Ja, ja. Wenn du einen hast, dann kriegst du meistens auch viele andere noch. Da ist er, da ist er! Oh, da ist er! Tatsächlich, ja. Petri, wo ist der Kescher? Der ist auch größer. Ja? Der ist auch so ein guter Hecht, ja. Ja, ich habe noch mal den Köder gewechselt, habe jetzt so einen kleinen... Was hast du, Gummi? Jigspinner dran gemacht. Spinner wieder. Ja, ein Jigspinner, also... Da ist er. Wo ist er? Hier. Nee, Kraut. Scheiße. Oh ja, oh, das ist ein schöner. Oh. Hast du die Bremse richtig eingestellt? Gib ihm noch ein bisschen. Auweia, eine ganz kritische Phase. Der Fisch ist noch nicht ausgedrillt. Oh, der macht ein Ballett, ne? Ja.
Achtung, er kommt. Kommt, Horst. Nee, kommt noch nicht. Pass auf, dass er dich ins Kraut schießt. Hier ist flach. Stell dich doch hin. Da ist er. Na komm, los, nimm ihn. Nimm ihn, Horst. Ja, bring ihn über den Kescher, Heinz. Ich hab schon mehr Fische gekriegt. Petri. 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 Schön, ey. Der zweite. Das gibt aber wunderschöne Buletten, glaube ich. Oh, schon wieder Buletten da. Oh, das ist ein guter. So, den brauchen wir gar nicht zu messen, denn der hat deutlich über 50. So. Da ist er, der Löwe. 65? 63. 63? So. So. Petri. Petri, danke. Hat sich schon mal gelohnt, der Ausflug heute. Ja. Und dieser Ausflug ist doch etwas entspannter. Nach anderthalb Tagen mit dem Angelkajak gönnen wir uns eine Tour mit dem Elektromotorboot. Durch den Schwanenhals kommen wir in den südlichen Teil des Güstrower Inselsees. Jetzt habe ich den Chatterbait. Chatterbait? Blattspinne. Blattspinne. Damit hat gestern Horst eingefangen, ne? Ja. Aber nicht nur gestern. 2 Meter Hechte hat Horst mit diesem Köder schon gefangen. Durch die Vibration des Metallblatts wird eine Druckwelle erzeugt, die vom Hecht durch das Seitenlinienorgan wahrgenommen wird. Hier ist ein richtiges Plateau. Hier sind auch mehr so viele Fische. Ne? Aber heute nicht. Oder die gehen nicht ran, die beißen einfach nicht. Seemanns Braut ist die See und nur ihr kann er treu sein. Mir ist das Ding vergangen. Ja. Irgendwie zieht der Spargel bei mir. Da. So, an und raus, wir fahren nach Hause. Jetzt ist sowas schon voll. Ich fahre jetzt langsam nach Hause. Ich kann nicht mehr so schnell fahren, sonst reicht der Sprit nicht. Ihr seid so schwer. Ich habe heute ganz schön hohen Verbrauch. Ja? Ja. Das ist ja nicht gewohnt hier. 3 Mann in einem Boot, die fest zusammenhalten. 3 Mann in einem Boot. Hast du den Text da drauf oder was? Die bleiben stets die Alten. Unser dritter und letzter Tag auf dem Inselsee beginnt schon vor dem Sonnenaufgang. Für Anfang Mai ist es ungewöhnlich kalt. Na Horst, wie ist dir? Alles gut. So ist Kajakangeln. Ruhig, beschaulich, entspannt. Beste Medizin. Heinz, wie viel Grad sind eigentlich? 0. Ich habe heute Eis gekratzt, heute Morgen. Ehrlich? Tatsächlich. Und du hast einen Kopf an der Nase. Wenn du nicht aufpasst, dann friert er gleich. Das ist ein gutes Zeichen. Und immer wieder geht die Sonne auf Horst. Erzähl doch mal, wie bist du heute mit dem linken oder mit dem rechten Bein aufgestanden? Also ich weiß das nicht, du. Ich wollte um 4 aufstehen, ich wurde 3:45 wach. Ohne Wecker, bin aufgestanden, habe mich fertig gemacht und habe auf euch gewartet. Wie jeden Morgen oder wie jeden Tag. Auf Heinz. Ja. Christoph ist auch dabei, unser Servicemann am letzten Tag hier. Schönen Dank. Bisher haben die Kajaks super gehalten. Also ich hoffe, jetzt fehlt nur noch der Fisch für Klaus Dieter. Der muss jetzt kommen, Klaus Dieter. Das kann ein langer Tag werden. Kannst du mit dem Druck überhaupt noch umgehen? Ja, klar. Fisch! Fisch! Ein Barsch? Ja. Aber der darf auch wieder schwimmen. Nee, wenn er Mindestmaß hat, nimmst du ihn mit. Nee, hat er nicht. Nee. Und tschüss. Kein Schneider. Mensch, Klaus Dieter, du kannst ja doch angeln. Wie kommt er? Das gesetzliche Mindestmaß für Barsche in Mecklenburg-Vorpommern ist 17 cm. Aber es gibt natürlich auch wesentlich größere Exemplare. Da kommt er jetzt. Der Hecht. Da. Fisch!
Ein Riesenbarsch. Ein Riesenbarsch. Und tatsächlich wieder auf diesen Schetter. Na, Sie wissen schon, den Fransenköder mit Metallblatt. Petri Dank, ein Löwe, du. Junge, was für ein schöner Barsch, du. Und schon ist er lose. Guck dir das an, du. Ist schon ab. 48 Zentimeter, ein Ausnahmefisch. Ich habe von Weitem das Geschrei von Horst gehört und bin neugierig, was er nun schon wieder rausgeholt hat. Zeig mal. Oh, Hammer, du. So ein Hammerteil. So langsam kriege ich auch schon Frühstückshunger, muss ich sagen. Du. So, bei Minustemperaturen mit leeren Magen muss man hier kämpfen. Ja, aber dafür, du, andere während andere noch faul im Bett liegen, können wir das wunderschöne Wetter genießen. Hier. Ach du, Heinz, also ich fahre eigentlich zum Angeln, um Fische zu fangen. Du, ja. Dieses ganze Gelaber, das schöne Wetter, das kann ich auch haben, wenn ich im Strandkorb und mir zu Hause sitze oder im Balkon. Ich habe bei mir so einen schönen Garten. Ja, ich auch, aber... Ich finde, man muss nicht immer was fangen. Ach doch. Nö. Also ein Angeltag ohne Fisch ist für mich schon böse Enttäuschung. Also, man kann es ja nicht erzwingen, aber ich fühle mich wesentlich wohler, wenn ich einen Fisch fange. Ja. Nicht ein Kontakt, nix. Aber das Leben geht weiter, ne? So, also ein selbstgebastelter Heinz-Blinker hat zwar nicht funktioniert, aber ansonsten waren das traumhafte Tage hier auf dem Güstrower Inselsee. Ich sag nur danke, danke, danke. Hecht gab's und ein traumhaftes Kajakerlebnis hier. Danke Christoph und danke Klaus-Dieter, dass du uns diesen traumhaften See gezeigt hast. Und Horst hat dann den Vogel abgeschossen heute mit dem Barsch. Ne? Ja, Heinz, kommt von Können. Aber ich muss ehrlich sagen, weißt du hier, ich hatte erhebliche Bedenken. Also so Kajak, ich habe gedacht, was will ich mit dem Alter jetzt so in so einem schaukeligen Kajak und wir Perlen mit dem Fahrrad, du kriegst Muskelkrämpfe und ähnliches. Also es hat mir sehr gut gefallen. Selbst für ältere Leute ist sowas noch geeignet. Bringt richtig Spaß, vom Kajak auch zu angeln. Und man kommt an Stellen, wo man als Uferangler nie hinkommt. Also das hat schon seine Vorteile. Horst, setz mal bitte einmal den Hut auf, als älterer Mann, wie er dir steht. Ich will das nur mal sehen einmal, ganz kurz. Setz ihn mal auf. Hast du Kopfläuse? Nee. Oh, der steht dir richtig gut. Ja. Der steht dir richtig gut. Du, ich kann tragen, was ich will, aber mit so einem Tiroler Hut würde ich nie loslaufen. Für mich käme nur ein Elbsäger in Frage. Ein Elbsäger. Ja, ich bin ja gespannt, was uns das nächste Mal erwartet. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt schon das Kribbeln in den Fingern, wenn es über den See schallt. Ruder raus! Der Spaß beginnt. So sieht das aus. Und ich sitze hier noch schön in der Sonne. Ja, euch herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Ja, danke. Tolle Sachen mit euch. Ja. Hat ja, Spaß gemacht. Da sprang er eben, du! Oh, der ist schon wieder, du. Oh, der Galling. Ja. Er genießt die Natur, die Ruhe, weißt du. Genau.